Also ich habe selten so offene und nette Menschen kennengelernt wie in Ghana. Also ich glaube, da können die Deutschen absolut nicht mithalten. Ansonsten, das Positivste am ganzen Projekt war eigentlich das zu sehen, dass man den Leuten da wirklich helfen konnte. Also die Hilfe 1:1 rübergekommen ist. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es eben so ein Wagnis war, dass es einfach klar war, dass es für eine längere Zeit ist, dass man unterwegs ist und ich eben noch nicht so richtig wusste, was mich erwartet. Es ist ein Schritt in eine andere Welt, war es für mich in dem Moment. Absolut, weil es absolut konträr ist zu dem, was man kennt. Ich bin der Florian Mecking, bin 21 Jahre alt. Vom Beruf her bin ich Zimmermann, habe die Ausbildung auch hier in Rasfeld gemacht, bei der Firma Klein Ritter. Da arbeite ich jetzt auch wieder. Zwischenzeitlich war ich halt für 3 Monate in Ghana, wo es ein Projekt gab, erstmal aus einer Privatinitiative heraus, wo 3 Jungs hier aus dem Münsterland die Möglichkeit hatten, einmal 5 ghanaischen Jungs ein bisschen die deutsche Handwerkskunst beizubringen und nahezulegen und gleichzeitig noch einen Kindergarten zu bauen. Ja, ich bin Mojana Hübner, ich habe Tischlerin gelernt, habe dann als Projektgestalterin gearbeitet bzw. Studium gemacht in Münster und bin durch meinen Abschluss nach Burkina Faso gegangen und habe dort eine Bibliothek mitentwickelt und den Grundstein dafür gebaut. Ich heiße Benedikt Feldmann, bin Lehrer am Augsburger Berufskolleg in Recklinghausen und war 2005 mit dem konkreten Friedensdienst in Südafrika. Ganz konkret ist das ja auch in meine Arbeit eingeflossen, dass wir letztes Jahr die Idee hatten, eben auch Schülern, Auszubildenden das zu ermöglichen, solche Erfahrungen zu machen, sodass ich im letzten Jahr mit einer Gruppe von Maurer-Auszubildenden dann einen Arbeitseinsatz, ein 4-wöchiges Praktikum in Südafrika durchgeführt habe. Da habe ich zusammen mit einem Kollegen die Schülergruppe vorbereitet hier und dann auch begleitet, sodass diese Idee, die mich so geprägt hat, ich auch anderen weitergeben kann und vermitteln kann, dass auch andere diese Chance haben. Man hat sich täglich getroffen, man hat einen Austausch gehabt, einen regen, mit dem, was man in Deutschland gelernt hat und was man aber auch vor Ort gelernt hat. Man hat ganz andere Herangehensweisen und es hat Spaß gemacht und es war toll. Man hat auch viel bewirkt. Wir haben ein tolles Mobiliar gebaut, wir haben Entwürfe von der Bibliothek gemacht. Wir haben von diesem kleinen Ort, wo wir waren, haben wir den Direktor getroffen. Die Kinder waren begeistert. Also es war einfach schön. Es ist auch ein schönes Erlebnis gewesen. Die Ruhe, die Ausstrahlung und die Offenheit ist, glaube ich, das, was die Deutschen am meisten oder zumindest sich eine Scheibe von abschneiden könnten, weil die Menschen dort sind wesentlich offener, du wirst da von jedem angesprochen. Klar gibt es einmal die unterschiedlichen Hautfarben, die dazu beitragen mit Sicherheit, aber auch untereinander, auch wenn die sich nicht kennen und die sitzen im Bus nebeneinander, die sprechen sich an, die reden miteinander, da hört keiner MP3-Player und guckt alleine da draußen. Ja, am meisten gelernt habe ich, glaube ich, die Ruhe bei der Arbeit zu halten. Also vorher war ich deutlich hektischer und mit dem Kopf auch nicht unbedingt immer bei der Sache, weil man hier halt immer im Dorf in Stress steht. Und da hat man halt wirklich gelernt, in Ruhe mit der Arbeit umzugehen. Und diese Ruhe habe ich, glaube ich, ein bisschen rübergenommen.